Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Steinböcke, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Wie gewohnt decken wir sie natürlich gemeinsam auf. Hüter des Sommers können wir hier schon sehen, Wachstum ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Unter Wachstum kann sich, denke ich, jeder etwas vorstellen oder etwas denken. Wachstum natürlich könnte es auf euch selbst bezogen werden, dass ihr ja, über euch hinaus wächst beispielsweise, dass ihr eine neue Form eurer Entwicklung beispielsweise einnehmen könntet. Es wäre gut und gerne möglich, dass so manche Ereignisse bereits passiert sind oder in dieser Zeitspanne passieren werden, die mit euch natürlich etwas machen. Wachstum kann natürlich auch auf etwas Finanzielles beispielsweise bezogen werden. Es kann natürlich auch auf etwas Gesundheitliches bezogen werden. Es kann hier sehr vielseitig interpretiert werden, diese Hauptenergie. Und das möchte ich mir natürlich jetzt genau anschauen. Ja. Hüter des Sommers scheinen hier recht zu behalten. Die Sonne ist gleich die allererste Karte. Wir haben das Juli-Reading. Viele von euch könnten sich hier sehr wohlfühlen. Die Sonne generell ist eine sehr wohlfühlende Energie. Das ist Heiterkeit und Fröhlichkeit. Häufig auch Harmonie. Meistens dann auch, was das Zwischenmenschliche angeht, kommt man wunderbar zurecht. Freut man sich jeden Tag aufs Neue sozusagen. Man hat ein Lächeln auf den Lippen. Nach außen hin strahlt man. Das sehe ich hier als eine sehr positive Ausgangssituation bzw. Ausgangsenergie. Aber es liegt hier natürlich auch erst noch eine Karte, die ich mir noch genauer anschauen will. Die nächste Karte ist der Narr. Der Narr steht in den meisten aller Fällen für einen Neustart. Das ist eine ganz typische Karte, wo man sagen könnte, man befindet sich hier am Anfang einer Reise oder man schreibt ein neues Kapitel. Als Narr könnte man auch gut und gerne etwas naiv sein, etwas ja, leichtgläubig, leichtsinnig vielleicht auch sogar sein. Das könnte hier natürlich noch eine Rolle spielen. Da brauche ich aber auch noch die Klärungen und Spiegelungen, um in diese Richtung gehen zu können. Der Narr sowie auch die Sonne sind sehr positive, heitere Karten, die mir verraten, dass es euch zu dieser Zeitspanne auf jeden Fall sehr gut geht. Da habt ihr definitiv allen Grund zur Freude. Eventuell ist es einfach auch nur ein Gefühl, wo man sagen könnte, man ist gut drauf. Und man hofft natürlich auch, dass dieses Gefühl so langanhaltend wie möglich ist. Ja. Die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe ist hier in der Mitte des Readings oben eine sehr überstrahlende Energie. Es ist hier eine Art Anhängsel wahrscheinlich für viele von euch dargestellt, denn die 9 der Stäbe ist eine ganz klassische Vergangenheitskarte. Da ist etwas in eurer Vergangenheit passiert, das mag kürzlich passiert sein, das kann auch schon mehrere Jahre bis zu Jahrzehnten her sein. Man spricht hier von einem Umstand, der eher negativ sich zutrug und der mit euch definitiv etwas gemacht hat, liebe Steinböcke. Teilweise kann man auch von einem Trauma sprechen, das ist natürlich für viele von euch wahrscheinlich auch in der Intensität her sehr unterschiedlich zu kategorisieren, aber dass einem hier ja manchmal die Vergangenheit einholen könnte, gerade dann, wenn man über einen ganz bestimmten Umstand noch nicht hundertprozentig hinweggekommen ist, wenn es einen immer mal wieder hochkommt oder einholt, könnte man auch sagen, oder träumt vielleicht auch von einer vergangenen Situation, das kann natürlich so eine Stimmung trüben, wenn nicht sogar kippen, das will ich mir auch noch genauer anschauen. Oh ja.
Also wir haben hier einen Verlauf von Energien, liebe Steinböcke, die kaum gegenteiliger sein können. Wir haben hier fröhliche, heitere, euphorische Energie, aber mit den 9 Stäben und mit den 5 Kelchen jetzt auch noch. Da, ich habe es gerade, glaube ich, auch schon gesagt, da könnt ihr euch die Vergangenheit einholen. Und ob das jetzt mental passiert, emotional passiert oder tatsächlich passiert, also in der 3D-Welt sozusagen, das will ich noch weiterhin herausfinden. Und was ich damit meine ist, ihr könntet hier lediglich Anhängsel haben. Das heißt, man könnte träumen von dem Umstand, der damals passiert ist. Es könnten natürlich viele Konsequenzen dadurch entstanden sein, mit denen ihr jetzt allesamt umzugehen habt. Es wäre natürlich auch gut und gerne möglich, dass euch ein Mensch hier besucht oder wieder über den Weg läuft, sozusagen, mit dem ihr sehr bleibende negative Erlebnisse schon bereits erleben musstet in der Vergangenheit. Die 5 der Kelche ist ebenso wie die 9 der Stäbe eine Vergangenheitskarte. Sie bezieht sich ebenso auf etwas, was man bereut, getan oder nicht getan zu haben. Es herrscht hier dann doch schon eine gekippte Stimmung, möchte ich sagen, liebe Steinböcke. Gerade mit Narr und 5 der Kelche in der Spiegelung, da diese Euphorie, dieser Optimismus, diese positive Lebenseinstellung, da an manchen Tagen könntet ihr quickfidel sein und an manch anderen Tagen, da könntet ihr sehr trübe dreinschauen. Da könntet ihr ein geknicktes Gemüt haben, könnte man sagen. Definitiv gibt es hier gute und schlechte Tage, wobei am Anfang wahrscheinlich des Monats die guten überwiegen werden. Und bis hin zum Ende des Monats scheint es hier dann doch etwas zu kippen, diese ganze Grundstimmung. Wie gesagt, das möchte ich mir natürlich noch genauer anschauen, weil da wird es auch mit Sicherheit Auslöser dafür geben oder ganz bestimmte Gründe eben. Hier haben wir die Herrscherin. Die Herrscherin ist in einem allgemeinen Tarot-Reading stets für jene dargestellt, für die das Reading auch gemacht ist. In dem Sinne kann ich hier eure Energie darin entdecken, liebe Steinböcke. Man könnte hier von einer gemachten Person sprechen, man könnte hier von jemandem sprechen, der schon einiges mitgemacht hat im Leben. Und gerade auch die Herrscherin hat eine Deutungsvariante, die eurer Hauptenergie entspricht, und das ist Wachstum. Die Herrscherin ist eben jene, die alles, was sie erlebt, alles, was sie erfährt, alles, was sie teilhat sozusagen, alles, was sie tut oder alles, was sie sieht, verinnerlicht, und man könnte auch von einer gewissen Aufmerksamkeitsspanne sprechen. Also es geht nichts spurlos an einer Herrscherin vorbei, aber sie weiß mit allen Umständen und Situationen tatsächlich auch adäquat umzugehen. Das ist Souveränität, das ist auch Kompetenz in manchen Situationen. Und teilweise sieht man hier auch mit der Spiegelung Sonne auf Herrscherin, dass viele von euch das Schlechte nicht mehr so nah an sich heranlassen und das Gute dadurch dann intensiver erleben können. Also wenn es Umstände gibt, um euch zu freuen, dann freut ihr euch sehr ausgiebig. Und wenn es Umstände gibt, die euch eher betrüben, dann wird das zwar auch geschehen, aber ihr kommt damit besser zurecht als wahrscheinlich noch früher. Also einen gewissen Wachstum, vielleicht auch eine gewisse Verarbeitung dessen, was da in eurer Vergangenheit schlummert, das kann ich hier schon sehr deutlich entdecken. Man könnte gut und gerne davon sprechen, dass ein Verarbeitungs-, Heilungs- oder Bewältigungsprozess nicht nur hier im vollsten Gange ist, sondern schon zum Großteil wahrscheinlich abgeschlossen wurde. Der Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe ist eine Hofkarte im Feuerzeichen, die sich hier als erste Outcome-Karte in diese Reihe einreiht. Zu den Hofkarten ist zu sagen, dass nicht ausschlaggebend ist, ob jetzt hier Stäbe oder Schwerter oder Kelche oder Münzen dargestellt sind, sondern die Charakteristik ist entscheidend. Jede einzelne Hofkarte hat bestimmte Charakteristiken, die auf entweder einen selbst oder auf Mitmenschen im Resonanzfall zu beziehen wären. Es kann also jedes einzelne Sternzeichen in jeder einzelnen Hofkarte präsentiert sein. Der Ritter der Stäbe gilt als feurige, leidenschaftliche, temperamentvolle, manchmal sprunghaft und spontane Energie, häufig attraktive Person. Jemand, der aber auch schnell mal ungeduldig wird. Jemand, der mal kurz zur Brechstange greift, wenn es nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Das widerspricht komplett dem Gemüt einer Herrscherin, muss ich auch dazu sagen. Eher meine ich, dass es entweder sich um einen Menschen dreht und handelt, der in eurer Vergangenheit schon einmal eine Rolle spielte und möglicherweise auch in der Zukunft noch eine Rolle spielen wird, weil er oder sie, wie gesagt, befindet sich hier im Outcome. Genauso gut kann ich mir natürlich einen neuen Bezugsmenschen vorstellen, jemand, das ihr hier Neues kennenlernt. Das kann ich mir ebenso noch denken. Da brauche ich noch weitere Klärungen und Spiegelungen und vor allem wird mir natürlich dann auch das weiterführende Reading darüber mehr verraten können. Oh, der Teufel. Okay,
Es wird jetzt hier wiederum trickreich, liebe Steinböcke, weil bei euch ist es immer so eine Art Ausnahmefall, denn der Teufel ist eure ganz klassische Tarotkarte. Und deswegen erkenne ich hier eure Energie sowie auch hier eure Energie. Der Teufel ist aber allgemein auch häufig zu deuten und stellt dann häufig eine Schwere einer bestimmten Situation dar. Der Teufel generell hat sehr viele, hauptsächlich negative Deutungsvarianten, so etwas wie Anhängsel, so etwas wie Einschüchterung, so etwas wie Krankheit manchmal sogar. Beziehungsweise kann man hier in einem zwischenmenschlichen Reading auch von der Koexistenz, von dem sich sehnen oder sich nach jemandem verzehren sprechen. Der Teufel, trübe Stimmung könnte man sagen, beziehungsweise gibt es hier für den einen oder anderen tatsächlich, und das sehen wir hier auch schon, etwas, was es noch zu verarbeiten gibt. Etwas, was man möglicherweise etwas versucht klein zu reden, möglicherweise aber auch so weit weg von sich selbst versucht zu stoßen. Der Teufel auf die Sonne, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das sind eigentlich die komplett gegenteiligsten Energien, die man sich vorstellen kann. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele von euch nach außen hin ein sehr heiteres, sonniges, freundliches Gemüt haben. Da lächelt man stets, aber man würde von einem derartigen Menschen, der einem so vorkommt oder so entgegentritt, nicht erwarten, was hinter dessen Kulissen steckt, was hinter dessen Vorhang steckt, was dieser Mensch vielleicht auch in der Vergangenheit erlebt hat. Das ist natürlich vergleichbar mit jemandem, der eine Maske trägt. Allerdings macht man das hier nicht aus Arglist oder Boshaftigkeit, sondern häufig zum Selbstschutz. Man kann hier auch sehr spezielle Deutungen anwenden, denn der Teufel auf die Sonne kann im ganz speziellen Fall natürlich dann auch so etwas wie Dehydrierung oder gar einen Sonnenstich zur Folge haben. Aber wie auch schon gesagt, das wird maximal für ein oder zwei relevant sein. Generell sehe ich hier eben diese gute Miene zum bösen Spiel, so könnte man es kurz formulieren, aber ein böses Spiel hat hier, so wie ich es bislang interpretieren kann, niemand vor. Eher versteckt man Ängste, man versteckt ja Schmerz oder Kummer und nach außen hin präsentiert man sich eben wie ein Strahlemensch, könnte man sagen. Die Königin der Kelche. Die Königin der Kelche ist eine Hofkarte im Wasserzeichen. Auch hier ist natürlich eher die Charakteristik entscheidend. Und die Königin der Kelche ist eine meiner Lieblingshofkarten, weil sie vollkommen authentisch ist. Das ist jemand, der definitiv keine Spielchen spielt. Das ist jemand, der sich nicht verstellt, nicht versteckt. Königin der Kelche ist auf den Narren hier geklärt und es bedeutet hier für viele von entweder euch oder einem Bezugsmenschen von euch, dass man hier tatsächlich eine Art neues Kapitel schreibt. Das alte Kapitel sehen wir dann hier in dem Teufel sozusagen. Wir sehen hier auch die Königin der Kelche, die nach links schaut. Das ist vergangenheitsorientiert, beziehungsweise hat man hier immer mal wieder auch die Vergangenheit im Blick, könnte man sagen. Aber mit dem Narren will man das Ganze eventuell dann tatsächlich überwinden oder überkommen. Man will hier möglicherweise, nachdem man es, wie auch schon vorhin gesagt, etwas vor sich hingeschoben hat oder etwas vielleicht auch verdrängt hat oder versucht zu verdrängen, will man jetzt final drüber stehen. Man will es final verarbeiten. Die Königin der Kelche könnte hier also gut und gerne jene Person sein, die hier einige Probleme hat, aus denen sie vielleicht ein Geheimnis macht, aber das ist, wie gesagt, nicht mit einer bösen Absicht verbunden, sondern man möchte hier vielleicht auch ja, lediglich anderen nicht zur Last fallen. Vielleicht will man sich auch selbst nicht mit diesen negativen Anhaftungen hier konfrontieren. Jedenfalls hat man das bisher so gehandhabt. Man könnte hier die Einstellung ändern, beziehungsweise erkennt man möglicherweise auch, dass es an der Zeit ist, mit dem abzuschließen, was man bislang als eine Art störenden Eisenklotz am Bein empfunden hat. Auf die 9 der Stäbe in der Mitte des Readings geklärt haben wir den Wagen. Ja, der Wagen unterstützt eigentlich noch einmal diese These, die ich gerade im Prinzip aufgestellt habe. Der Wagen steht für Fortschritt, für Progress, für ein Weiterkommen dort, wo man entweder vorher nicht weitergekommen ist oder wo man sich vielleicht sogar absichtlich im Kreis drehte. Der Wagen steht weiterhin für natürlich Mobilität. Es ist die schnellste Karte, die es im Tarot überhaupt gibt. Und der Wagen auf die 9 der Stäbe verrät mir, dass man sich so weit wie möglich emotional, mental und physisch von den damaligen Geschehnissen entfernen möchte. Und wenn dies bedeutet, dass man sich erst einmal auch diese negativen Anhaftungen anschauen muss, anstatt sie vor sich wegzuschieben oder
in irgendeine Ecke zu drängen, vielleicht auch tot zu schweigen oder klein zu reden, dann werden das hier viele von euch durch den Wagen in der Mitte des Readings definitiv tun. Bitte bedenkt natürlich, dass auch in dieser Königin der Kelche ein Bezugsmensch von euch dargestellt sein könnte. Es könnte also sein, dass ihr gar nicht diese Erfahrungen oder Erlebnisse hattet, sondern eine ganz bestimmte Person in eurem Umfeld, die sich jetzt an euch wendet, weil ihr seid hier schließlich auch schon als die gewachsene Herrscherin dargestellt, um es so auszudrücken. Ich hoffe, ihr wisst, dass man auch die Rollen vertauscht haben könnte in einem allgemeinen Reading und das muss nicht eure Energie sein, das kann aber eure Energie sein. Das Ass der Schwerter. Und gerade habe ich mir wirklich gedacht, dass man darüber redet. Prompt kommt hier eine Kommunikationskarte raus. Das Ass der Schwerter ist Kommunikation. Man spricht auch von der Klarheit, man spricht von der Wahrheit, teilweise Geistesblitze, beziehungsweise ist hier auch der Ideenreichtum in manchen Situationen dargestellt. Das Ass der Schwerter auf die Königin der Kelche in der Spiegelung verrät mir, dass diese Person hier wahrheitsgemäß, offen, ehrlich, sachlich und direkt kommuniziert. Kommunikation bedeutet nicht immer, dass zwei Menschen sich gegenüberstehen und miteinander reden, also quasi den Mund aufmachen. Kommunikation kann natürlich auch schriftlich passieren. Kommunikation passiert auch teilweise lediglich durch Gestik, Mimik oder Körpersprache. Allerdings ist hier mit dem Ass Schwerter auf die Königin der Kelche in der Spiegelung dargestellt, dass man da bei der Wahrheit bleiben muss, dass man A. nichts beschwichtigen, B. nichts verschönern und C. wahrscheinlich auch nichts weglassen sollte, wenn es sich um den Umstand bezieht, den man hier jetzt gedenkt abzuschließen, den man gedenkt sozusagen auch in der Vergangenheit zu belassen, nämlich dort, wo er hingehört. Es dreht und handelt sich hier um ein vor euch hin oder vor jemandem hingeschobenes Thema, welches jetzt hier final erarbeitet, durchgearbeitet und verarbeitet werden soll. Der Mond. Oh, okay. Der Mond spricht häufig von Ängsten, von Zweifeln, von Sorgen, teilweise auch von einer gewissen Vorsicht oder einem Mysterium. Beim Mond spricht man häufig auch von der Undurchsichtigkeit oder der Unklarheit. Und ich glaube, dass mit dem Mond auf die Herrscherin, solltet ihr das hier nicht sein, liebe Steinböcke, dann könntet ihr hier von Berichten hören oder von einer Geschichte eben hören, von möglicherweise einem Bezugsmenschen, die ihr noch nie gehört habt. Das ist das eine, die ihr vielleicht gar nicht glauben könnt, wenn sie euch dargeboten und erzählt wird. Das ist das andere und schon gar nicht. Hat man von einem derartigen Menschen, der nach außen hin so schaut, sich so präsentiert und so gibt, erwartet, dass etwas derartiges wie der Teufel hier in seiner oder ihrer Vergangenheit schlummert. Es könnte euch hier sozusagen wirklich die Augen öffnen über einen ganz bestimmten Menschen. Es könnte hier gut und gerne sein, dass erst einmal euch die Kinnlade runtergeht. Aber dennoch ist hier mit dem Mond auf den Teufel in der Spiegelung tatsächlich auch etwas sehr Tiefsitzendes dargestellt. Das könnte man als Urängste bezeichnen. Entweder kommt ihr hier, auf gut Deutsch gesagt, raus mit der Sprache und wendet euch an jemanden, wie auch schon gesagt, wenn hier die Rollen vertauscht sind, dann habt ihr hier jemanden, mit dem ihr reden könnt, reden wollt und dem ihr euch in dem Sinne auch anvertrauen würdet. Genauso gut können hier natürlich auch viele von euch eben hier jemanden haben, der euch sucht, der euch aufsucht, mit euch reden möchte in der Hoffnung, dass ihm oder ihr geholfen wird. So oder so kann man das hier natürlich drehen und wenden und es mag sich hier um einen ganz bestimmten Menschen drehen und handeln, der in der Vergangenheit vielleicht für das ein oder andere Leid verantwortlich zu machen ist. Die Sechs der Schwerter. Die Sechs der Schwerter ist eine zukunftsorientierte Karte, häufig eine imaginative Karte. Es geht hier um Vorstellungskraft. Es geht hier darum, wie man sich im Bestfalle oder wie man sich natürlich so gut wie möglich oder so erfüllend wie möglich seine eigene Zukunft vorstellt. Das ist dieses Vorausdenken. Manchmal kann man auch vorausschwärmen dazu sagen. Man darf hier ruhig träumen. Man soll sich natürlich auch hohe Ziele stecken, anstatt mit den kleinsten Kleinigkeiten sich zufrieden zu geben. Gerade in der Sechs der Schwerter-Energie ist das häufig ratsam. Und wahrscheinlich ist es besagte Person, die sich hier vorstellt, wie ihr Leben sein könnte, wenn man jene Beschwerden, jene Anhaftungen, jene Anhängsel, jene Albträume, jene schlaflosen Nächte in Zukunft nicht mehr hat. Und dieser Umstand, der einen natürlich dann positiv stimmt, den man natürlich dann auch als erstrebenswert erachtet, sollte man sich als
Ziel stecken. Es wäre gut und gerne möglich, dass man sich hier vornimmt, das ist jetzt eine beispielhafte Formulierung, nicht mehr einen einzigen Gedanken an einen ganz bestimmten Menschen zu verschwenden, weil es dieser Mensch schlichtweg nicht wert ist. Wie auch schon gesagt, eine beispielhafte Formulierung von vielen, die ich euch hier natürlich anführen kann, aber man will hier nicht mehr zurück in die Vergangenheit blicken, man will sie dort belassen, wo sie hingehört. Ich sehe das hier mit der Ausrichtung, ich sehe das hier und hier und schließlich natürlich auch mit den neuen Kapiteln, die hier geschrieben werden sollen. Hier Neustart, auch hier Neustartsenergie und tatsächlich kann auch in der Sonne Neustartsenergie dargestellt sein. Die Acht der Stäbe. Hier kommt jemand raus mit der Sprache. Und das ist jetzt noch deutlicher als eigentlich hier schon dargestellt gewesen. Die Acht der Stäbe ist eine ganz klassische Kommunikationskarte, genauso wie das Ass der Schwerter. Hier geht es vorrangig um Wahrheit, Klarheit. Man könnte auch von Sachlichkeit oder von dem sogenannten Machtwort sprechen. Aber hier kommt etwas ans Tageslicht, was bislang im Verborgenen blieb. Bei den Acht der Stäben ist das eine Bewegung, die auf einen Informationsaustausch folgt. Also man zettelt hier etwas an. Das ist eine Story, könnte man sagen, oder eine Einweihung in ein Geheimnis. Und man belässt es dann nicht einfach so dabei. Wenn euch hier, und das ist jetzt ein weiteres Beispiel, jemand erzählt, dass in der Vergangenheit jemand möglicherweise missbraucht wurde, dann sagt man da nicht, ah, okay, das tut mir leid für dich, und dann redet man wieder über das Wetter oder über Fußball oder über was auch immer man dann wieder redet. Ich hoffe, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Man bleibt natürlich bei diesem Thema. Es wird ja auch nicht umsonst angesprochen, schon gar nicht, wenn man es eine ganze Zeit lang für sich behielt. Acht der Stäbe auf den Teufel ist das Reden über etwas Negatives. Wie gesagt, Geheimnisse könnten hier gut und gerne zur Sprache kommen. Man könnte hier auch natürlich sehr emotional werden, wenn einem das über die Lippen kommt, was einem da auf dem Herzen brennt sozusagen. Aber dass etwas Dunkles ans Tageslicht kommt. Dunkle Geheimnisse, Leichen im Keller könnte man auch manchmal sagen. Ich glaube nicht, dass diese Person hier etwas verbrochen hat. Kann natürlich sein, sind ganz spezielle Szenarien, aber etwas, was bislang jemand für sich behalten hat, etwas, womit jemand bislang versuchte, alleine klarzukommen und dies manchmal mit Erfolg, aber manchmal auch mit Misserfolgen, das wird hier sozusagen an die Oberfläche kommen. Jemand liftet hier den Vorhang, so könnte man es ganz metaphorisch natürlich formulieren. Das wird einem nicht leicht fallen. Da hätte ich jetzt die Kraft nicht unbedingt gebraucht, um das zu ahnen, liebe Steinböcke. Die Kraft ist natürlich so etwas wie Kraft im wahrsten Sinne des Wortes, Tapferkeit, Mut, manchmal Risikobereitschaft, aber auch die Kraft in der Spiegelung zum Narren, genauso wie die Sonne, ist positive Energie, optimistische Energie. Man kann auch vom heiteren Gemüt sprechen. Mit der Königin der Kelche, die hier mit der Kraft geklärt ist, wird es diesem Menschen definitiv Überwindung kosten. Man muss sich hier etwas trauen, mit der Sprache rauszudrücken. Es wird hier definitiv die ein oder anderen Tränen wahrscheinlich auch geben und es kann natürlich gerade eine Königin der Kelche, die generell etwas zerbrechlich ist, etwas fragil oder nah am Wasser gebaut ist, derer wird das hier definitiv nicht leicht fallen. Da muss man durch, um es ganz salopp zu formulieren, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Und das weiß wahrscheinlich auch eine Königin der Kelche, die hier neben dem Wagen ist, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Die Wahrheit wird hier ausgesprochen, es wird nichts weggelassen, es wird Klarheit herrschen, wo vorher hier und hier zu sehen Unklarheit war. Zehn der Stäbe. Zehn der Stäbe ist Belastung, Überlastung. Man kann auch von einer Bürde sprechen, die auf jemandes Schultern lastet. Eine Bürde wäre dann beispielsweise so zu beschreiben, dass man hier etwas hätte anders tun können im Nachhinein oder im Rückblick betrachtet, vielleicht auch etwas anders hätte tun sollen. Und das ist etwas, was man meistens dann in der Situation, wenn es passiert, nicht weiß, nicht fassen kann, beziehungsweise wo man nicht drauf kommt, sondern erst, wenn man Revue passieren lässt, was da passiert ist. Da könnte man sagen, ich hätte viel früher Schluss machen müssen. Das ist jetzt eine beispielhafte Formulierung, sollte für dieses Trauma, für diese Erlebnisse in der Vergangenheit eine außenstehende Person verantwortlich sein, mit der man vielleicht auch schon verheiratet war oder zusammen war. Dieses "ich hätte früher Schluss machen müssen" ist dann natürlich ein adäquates Beispiel, oder? Ich wäre diesem Menschen am liebsten gar nicht erst begegnet oder ich hätte diesem Menschen von Anfang an nicht vertrauen sollen. Das sind alles beispielhafte Formulierungen, wie es auf einen Menschen natürlich dann auch zu beziehen wäre. Natürlich gibt es auch Beispiele, wo man auf persönliche Situationen das Ganze beziehen kann. Wenn man einen Unfall gebaut hat,
Wenn man leicht angetrunken war, hätte man natürlich dann auch sagen können, ich hätte nichts trinken dürfen an diesem Tag. Oder ich hätte mich abholen lassen müssen. Und was auch immer. Ne? Ich denke, ihr wisst, was mit meinen Beispielen anzufangen. Das ist diese Reue, diese Bürde, diese Belastung, wo man sagen könnte, ich hätte das nicht tun dürfen. Der Rückblick betrachtet. Es geht hier nicht so weit, dass man sich ankreidet, schuld zu sein an dem, was passiert ist, aber man lastet sich selbst an oder man könnte auch sagen, man ist sauer auf sich selbst aufgrund von manchen Faktoren und Details, die man hätte anders machen können. Das heißt, wenn man die Situation noch einmal erleben würde, würde man potenziell anders handeln. Diese Last abzulegen, diese Bürde abzulegen, beziehungsweise spricht man hier auch von einer Überlastung oder Schwerstarbeit, auf den Wagen ist hier sehr deutlich dargestellt, dass man diesen Bürden, dieser Belastung entfliehen möchte. Ganz typisch für einen Menschen, der bereit ist dafür, ja, um für etwas sozusagen einzustehen, nämlich beispielsweise die Heilung, beispielsweise auch den Neustart, natürlich auch beispielsweise Wachstum. Das ist all das, was dieser Mensch nun anstrebt, wahrscheinlich nachdem er sich vorher noch nicht wirklich bereit dazu fühlte. Der Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen ist eine Hofkarte im Erdzeichen. Es wäre möglich, dass ihr darin dargestellt seid, vor allem weil natürlich eine Hofkarte im Erdzeichen erdzeichentypische Charakteristiken hat. Und ihr seid natürlich ein Erdzeichen, liebe Steinböcke. Ich sehe euch hier mehrfach in der Verbindung mit einer ganz bestimmten Person. Manche können natürlich auch diese Königin der Kelche selbst sein. Für die meisten, da ich euch klassisch hier sehe und klassisch hier sehe, glaube ich, dass diese Königin der Kelche sich an euch wendet. Das kann man hier sehr gut sehen, das kann man hier sehr gut sehen. Es wäre natürlich auch gut und gerne möglich, dass diese Legung eben vertauschte Rollen für euch hat. Das ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen. Der Ritter der Münzen ist von der Charakteristik her eine sehr geduldige, meist auch sehr tolerante Person. Das ist jemand, der kleine Schritte auf ein ganz bestimmtes Ziel hinzugeht, der nichts überstürzt, nichts übereilt, sehr geduldig ist, einen langen Atem besitzt, höhere Ausdauer besitzt. Das ist ein Marathonläufer, der jeden Marathon gewinnen wird, aber einen Sprint würde dieser Mensch definitiv nicht gewinnen. Es ist definitiv der langsamste aller Ritter, aber auch der beständigste aller Ritter. Gut Ding will Weile haben, ist so eine ganz typische Devise für einen Ritter der Münzen. Dieser Mensch könnte natürlich eure Energie darstellen. Es wäre gut und gerne möglich, dass ihr hier jemanden Kraft spendet oder Trost spendet. Das kann genauso sein hier in der Spiegelung zur Kraft. Aber dass ihr euch auch wirklich empfänglich präsentiert, liebe Steinböcke, hier ist zu sehen mit dem Ritter der Münzen, der hier auf die Zehen der Stäbe schaut. Jemand versucht hier die Last, die jemand empfindet, nachzuempfinden. Jemand versucht die Trauer, die emotionale Schwäche, könnte man sagen, oder die emotionale Schmerzen vielleicht auch sogar ebenso nachzuvollziehen. Ihr versucht euch also in diesen Menschen hineinzudenken und hineinzufühlen. Das ist sehr empathisch, was man hier definitiv sehen kann. Empathie ist übrigens auch eine Deutungsvariante der Herrscherin. Aber mit dem Ritter der Münzen auf das Ass der Schwerter, ihr dürft euch hier sicher sein, dass hier jemand euch kein Märchen auftischt. Ihr dürft euch sicher sein, dass hier jemand nicht irgendwie Aufmerksamkeit haben will, indem er oder sie eine Geschichte erfindet. Spätestens dann, wenn dieser Mensch in Tränen ausbricht, werdet ihr es wahrscheinlich sowieso hundertprozentig glauben können. Nachdem man hier vielleicht sogar etwas skeptisch ist auf, ja, das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass man eben das diesen Menschen nicht, ja, angesehen hat bislang, dass man das von diesen Menschen nicht gedacht oder damit gerechnet hätte. Ich glaube, deswegen ist man hier etwas verdutzt, ist man hier möglicherweise auch natürlich schockiert nachvollziehbarerweise und teilweise kann es sogar so weit gehen, dass man dem erst gar keinen Glauben schenken würde, aber ich glaube, je länger dieses Gespräch oder diese Offenbarung oder Offenlegung andauert, desto sicherer werdet ihr euch sein können, liebe Steinböcke, dass dieser Mensch hier keinen Unfug erzählt. Und ihr seid hier sehr hilfsbereite Personen. Ich sehe das hier im Ritter, hier mit der Arbeit, hier mit der Verdrängung und hier mit dem kommunikativen Aspekt. Also hier könnten viele von euch natürlich dann auch nicht nur zuhören, sondern auch Fragen dazu stellen. Und all das dient dieser Konjunktion hier, dem Weiterkommen. Das ist eine Mobilitätskarte, also eine Fortschrittskarte.
Hier der Wagen, Fortschrittskarte und hier danach neue Kapitel weiterkommen. Eine Reise steht bevor. Ihr merkt, dass man hier sich bewegen will oder in Bewegung setzen will. Und das dient dann natürlich auch jemanden, der das versuchen möchte, mit euch zusammen eventuell, der es aber von alleine wahrscheinlich nicht schaffen würde. Und nach wie vor können hier natürlich die Rollen vertauscht sein. Die Neun der Schwerter, also so einfach wird das Ganze hier nicht wahrscheinlich abzuschließen sein. Es ist an mehreren Ecken und Enden hier sehr deutlich, hier zu sehen, 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 hier zu sehen. Also in, ne, vielen Spiegelungen, vielen Klärungen, Konjunktionen und Triggern sieht man, dass das keine Kleinigkeit ist, die da in der Vergangenheit passiert ist. Und da kann ich natürlich jetzt Begriffe in den Mund nehmen, die jeden von euch schockieren könnten, ne? Menschen erleben so etwas wie häusliche Gewalt. Menschen erleben so etwas wie Misshandlung. Menschen erleben so etwas wie eine Ausbeutung. Es sind natürlich jetzt Beispiele, aber was da besagte Person in der Vergangenheit tatsächlich erlebt hat, ist entweder, wenn ihr das seid, auf eure persönliche Situation oder eben auf dessen persönliche Situation natürlich zu beziehen, weil das ein allgemeines Reading ist und nicht jeder Mensch von 100 Zuschauern, die hier dieses Reading als resonierend empfinden werden, das exakt gleiche erlebt haben, logischerweise. Die Neun der Schwerter ist eine negativ auch behaftete Energie, hauptsächlich gedanklicher und mentaler Natur. Man spricht hier von schlaflosen Nächten und Albträumen, habe ich auch vorhin schon auch gesagt. Man spricht hier teilweise aber auch von der Hoffnungslosigkeit, Trostlosigkeit, Perspektivlosigkeit, Verzweiflung, Antriebslosigkeit kann man auch dazu sagen. Also es geht hier einem Menschen definitiv nicht gut, vor allem was die mentale Welt angeht. Spiegelung auf die Acht der Stäbe, es wird darüber geredet. Konjunktion mit dem Ast Schwerter, es wird darüber wahrheitsgemäß geredet, über die Vergangenheit, was da passiert ist. Etwas kommt hier ans Tageslicht, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht glauben kann, was man als einen Scherz oder für einen Witz hält, könnte man sagen. Es wird hier aber definitiv euch in Aufleihe einer bestimmten Zeitspanne, und das wird nicht lange dauern, wahrscheinlich bewusst, dass dieser Mensch euch hier gerade nichts anderes als die Wahrheit erzählt. Und dass ihr hier Mitleid empfindet, wäre eine Deutungsvariante hier in der Spiegelung. Dass ihr aber definitiv auch ein bestimmtes Hilfsbedürfnis habt, dass ihr hier jemanden unterstützen wollt, wenn er oder sie sich euch schon anvertraut als Herrscherin, sollte es so rum für euch resonieren, seid ihr definitiv gewillt, euer Möglichstes zu tun, um diesen Menschen auch voranzubringen. Das kann ich hier auch ebenso entdecken. Und teilweise kann man hier auch schon erahnen, liebe Steinböcke, dass man dabei erfolgreich sein wird. Ich habe hier den Stern. Klarheit, Wunscherfüllung und Heilung. Drei Grunddeutungen des Sternes, die allesamt hier sehr gut natürlich passen. Die Klarheit habe ich hier schon. Das ist mit dem Ast der Schwerter schon dargestellt. Klarheit, Wahrheit, Sachlichkeit bzw. auch Wahrhaftigkeit kann man dazu sagen. Kommunikative Natur, das heißt, hier wird nichts weggelassen, hier wird nichts verschönert, hier wird nichts verschwiegen. Klarheit herrscht natürlich dann, wenn man auch die komplette Geschichte kennt. Deswegen ist es hier auch ratsam, so wie ihr es macht, jemanden ausreden zu lassen und genau zuzuhören und vielleicht auch, auch wenn es diesem Menschen vielleicht nicht leicht fällt, darüber zu reden, nachzufragen. Je mehr Informationen ihr darüber sammeln könnt, desto besser und wahrscheinlicher könntet ihr einem Menschen tatsächlich natürlich auch helfen. Das Wachstum, weil ich jetzt gerade auch schon wieder die Hauptenergie im Blick hatte, ist hier längst passiert. Auf eurer Seite. Ein Mensch vertraut sich euch hier nicht einfach so, weil er Lust darauf hat, an, weil eine Herrscherin eben auch schon eine gewachsene Person ist. Natürlich auch eine erwachsene Person ist. Aber das ist ein Mensch, von dem man weiß, der ist souverän, der ist kompetent, dem kann ich anvertrauen. Da kann ich mit diesem Menschen darüber reden. Dieser Mensch könnte mir helfen, weil er oder sie da vielleicht auch schon ähnliche Erfahrungen, definitiv aber auch schon Erfahrungen hat sammeln können, die einem souverän und kompetent für andere erscheinen lassen. Das Wachstum ist bei euch schon längst passiert und über sich hinaus wachsen, das gelingt hier einer Königin der Kelche. Der Stern mit Wunscherfüllung und Heilung kann man auch natürlich hier mit den konjugierenden Sechs der Schwertern so deuten, dass dieser Mensch natürlich auch die Heilung in Zukunft anstrebt. Man möchte hier nicht mehr von positiven Stimmungen in negative Stimmungen geraten. Man will die Stimmungsschwankungen nicht mehr haben. Man will hier keine Albträume mehr haben. Man will hier natürlich dann auch eine gewisse Regelmäßigkeit, eine gewisse Stabilität erreichen. Und einer Königin der Kelche, die es manchmal schafft,
eine Fassade aufrechtzuerhalten, die dann wahrscheinlich das Bröckeln anfängt nach einer geraumen Zeit. Das kann man eine Zeit lang mitmachen, das will man aber definitiv nicht für immer und ewig mitmachen. Und mit dem Stern ist dann eben nicht nur die Klarheit, wie ich auch hier schon gesagt, nicht nur die Heilung, wie auch gerade schon gesagt, sondern auch die Wunscherfüllung für die Zukunft dargestellt. Wünsche, Ziele und Träume sollte natürlich jeder Mensch haben, auch natürlich was die Zukunft angeht. Deswegen habe ich hier gesagt, man darf hier ruhig träumen. Aber es scheint mir hier mit dem Ritter der Stäbe jemanden zu geben, der aus jemandens Herz oder Kopf noch nicht wirklich verschwunden ist, obwohl er oder sie wahrscheinlich für so manche, ich sage jetzt mal, Missetaten in der Vergangenheit verantwortlich zu machen ist. Natürlich kann das in der Intensität stark variieren und natürlich kann das hier für euch primär oder vielleicht auch natürlich sekundär resonieren. Entweder ihr seid hier drin oder ihr seid tatsächlich hier drin. Wer hier wer ist, ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen und wisst ihr schon längst, wenn dieses Reading hier für euch resoniert. Und wenn es das tut, liebe Steinböcke, wenn ihr damit etwas anfangen könnt und euch diese Energien nicht fremd sind, dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unterhalb von diesem Video gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Natürlich müsst ihr dem nicht nachgehen. Ich möchte im weiterführenden Reading jetzt noch mehr Details herausfinden. Ich will hier über die gesamte Legung, über die gesamte Situation noch mehr erfahren und vor allem natürlich dann auch potenzielle Prognosen anstellen, wie das Ganze im Begriff ist, weiterzugehen. Solltet ihr die eine Sekunde Lebenszeit noch entbehren können, liebe Steinböcke, gebt doch dem Video gerne einen Like, wenn es euch gefallen hat. Und genauso würde ich mich natürlich über ein Abonnement freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen. Ihr habt natürlich nichts Negatives dadurch zu befürchten. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen Juli. Bleibt gesund und stabil, liebe Steinböcke. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.